Hi, hier ist Affinity Jack und heute zeige ich euch, wie man eine Abendaufnahme mit viel Bildrauschen, in dem Fall ein Stier im Feld, optimiert. Bevor ich beginne, mache ich erstmal einen Zuschnitt und eine Begradigung des Horizonts. Also ich habe die Kamera zwar relativ gerade gehalten, aber ein klein wenig schräg ist der Horizont. Insofern gehe ich auf das Zuschneidewerkzeug, klicke Begradigen an, ziehe die Linie an den vermeintlich geraden Horizont. Dann wird es korrigiert. Nehme auch das Verhältnis 16:9. Das finde ich passt hier ganz gut, wenn man einfach sonst zu viel langweiligen Himmel und zu viel Vordergrund drauf hat. Nehme den Stier in die Mitte, bestätige das und habe erstmal die Basis, um loszulegen. Jetzt sieht es so aus, als wenn ich das Bild im Tageslicht bei Sonnenschein fotografiert hätte. Es stimmt aber nicht. Ich zeige mal die Metadaten. Ich habe es in den Abendstunden längst nach Sonnenuntergang aufgenommen und es war in Wirklichkeit schon ziemlich dunkel. Dadurch musste ich mit der ISO ein bisschen hochgehen. Die Verschlusszeit war relativ lange. Ich habe den Stier auch mächtig rangezoomt. Und dann möchte ich mal zeigen, ich weiß nicht, ob eure Monitore zu Hause es so darstellen können, entsteht bei hoher ISO-Zahl natürlich ein Bildrauschen. Und das möchte ich als erstes entfernen. Affinity Photo liefert dazu einen Live-Filter mit. Rauschen entfernen. Ich zoome mal nochmal ran, um nur diese Bereiche zu zeigen, um die es mir geht. Wenn man jetzt an dem Luminanzregler zieht, dann entfernt man das Rauschen. So, jetzt könnte man natürlich auf die Idee kommen, naja, dann ziehst du voll auf, ist das Rauschen weg. Stimmt auch. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es euer Monitor so richtig darstellen kann. Das Problem ist, dass der dann natürlich auch ein bisschen weich zeichnet und unscharf wird. Und insofern muss man einen Mittelweg finden. Also ich ziehe jetzt mal den Wert so hoch, dass dieses grobe Rauschen im Hintergrund verschwindet. Also gehe ich mit einem schwarzen Pinsel auf diese Maske und pinsele einfach das Anti-Rauschen aus dem Stier wieder heraus. Dann kommt wieder eine Schärfe hervor. Dann denke ich mal, stimmen die Tonwerte nicht ganz, wie auch das Histogramm zeigt. Da kann man sich mit zwei Möglichkeiten heranarbeiten. Das eine ist rein optisch, das andere ist technisch. Technisch, man drückt die Alt-Taste, zieht den Regler so lange, bis die ersten Bereiche ausbrennen und hört auf. Das gleiche kann man mit der Weißstufe machen. Aber wie immer hilft auch so ein bisschen einfach mal mit dem bloßen Auge zu gucken. Wie man sieht, ich war auf dem Masterkanal, das heißt alle Kanäle zusammen. Und wir haben ja einen Ausreißer bei Blau. Jetzt könnte man natürlich probieren, was ist, wenn man an den Blauregler schiebt. Das setzt mir aber ein bisschen zu viel Blautöne rein. Insofern lasse ich das. Aber gebe es zu bedenken, dass man durchaus mal die einzelnen Farbkanäle anwählen kann. Jetzt möchte ich den Stier auch wieder etwas schärfen. Der ist zwar schon ziemlich scharf, aber dieses Fell kommt natürlich besser, wenn man es schärft. Ich nehme dazu unscharf maskieren und hier gilt jetzt auch wieder, weniger ist mehr. Ich zeige mal, wenn man hier so ein bisschen hochreißt, dann sieht das Ganze unnatürlich aus. Ich will hier keinen HDR-Look, ich möchte nur, dass es ein bisschen schärfer wird, man etwas mehr Struktur in dem Fell sieht. Und das ist natürlich je nach Pixelgröße des Bildes. Bei mir ist es, hier sind jetzt zwei Pixel, die ich mir ausgewählt habe. Ich invertiere die Maske, weil ich ja den Rest jetzt auch scharf gezeichnet habe. Jetzt ist alles wieder verdeckt und zeichne mir diese Schärfebildung mit einem weißen Pinsel wieder rein, nämlich nur auf den Stier. Jetzt finde ich, ist der Vordergrund etwas zu hell. Also der ist so, ja, aber da sind ja wenig Informationen drin und der Fokus liegt ja hier eindeutig auf den Stier, der mich hier so leicht bedrohlich anschaut. Insofern ziehe ich jetzt die Helligkeit runter, das ganze Bild wird jetzt dunkler, allerdings gehe ich jetzt auf diese Maske mit einem Verlaufsfilter, sodass ich nur den unteren Bereich dunkler mache und das Auge wird ja immer zum Licht geführt. Insofern lenkt jetzt der Vordergrund nicht so sehr ab und man wird mehr zu dem Stier geführt.
Nun habe ich noch das Windrad, das wirklich genau in der Mitte ist und natürlich stört. Dazu erstelle ich eine neue Ebene und werde es jetzt entfernen. Ich sage jetzt mal klonen im Zweifel, aber ich kann es auch mal mit dem Restaurationspinsel probieren. Muss natürlich auswählen, aktuelle Ebene und darunter. Geh mal rüber und gucke, was Affinity Photo macht. Ja, das Ergebnis ist perfekt. Insofern kann ich es so lassen, muss ich gar nicht weiter nacharbeiten. Ja, und schließlich würde ich noch ein bisschen mehr Kontrast reinbringen, damit es noch so ein bisschen knackiger wirkt. Das mache ich mit den Gradationskurven. Die Helligkeit des Mittelwerts will ich nicht verändern, die arretiere ich mal. Aber ich möchte ein bisschen die hellen Töne aufhellen und die dunklen Töne ein wenig abdunkeln. Und dadurch kriege ich insgesamt mehr Kontrast. Ciao, bis zum nächsten Mal, euer Affinity Jack.